Hallo, das ist Wolf Games und herzlich willkommen zum SOS-Kampf gegen Mikkel. Ja, wir haben schön gebaut, haben ein tolles Team gebastelt mit unserer schönen Wincon. Nest, Blood, Rot und Fan. Wir brauchen keine Spitznamen in diesem Kampf. Und wir werden das Ganze hier durchböllern. Na komm. Böllern. Heißer Sommer. Von mir aus Milch, weil das mag der Mikkel. Und das ist die Dancing Queen, young and sweet, only 17. Say what? Und old, reliable. Fertig. Spitznamen. Mikkel J. of Shodown soll ich challengen. Supi, dann natürlich ist er in keinem Raum. Weil Leute sind nie in einem Raum, wenn ich sie suche. So, find user, zack. So, challenge. Wir müssen in. Ich glaube, hier, challengen, ich meine, das war das Ding. So, let's go. Bin gespannt, wie das Ganze werden wird, wie der Kampf werden wird und mal den Calculator auf. Das würde mir, denke ich mal, helfen und wir gucken mal, wie der Kampf so wird. Das wird bestimmt super. Okay, nice. Okay, ja. Finale gegen Mikkel. Habe ich noch nicht erwähnt, ne? Gucken wir mal. Und tatsächlich, ja, das Team von ihm ist. Er hat kein Dragapult dabei. Yo, das ist richtig gut. Kein Dragapult meint, heißt nämlich kein Sucker Punch oder irgendwas Nerviges. Das Rotomo sieht hier richtig, richtig gut aus. Holy shit. Wenn ich einmal die Select Berry krieg und er ein bisschen. Oh, Leute, Leute. Aber die Kinder wird es was geben. Heute werdet ihr euch freuen. Roter Mo, der wird's Mikkel geben. Roter Mo, der, ja. Mr. Mime Galar sieht auch richtig feier aus, muss ich sagen. Hm. Generell vieles, vieles ziemlich, ziemlich gut. Die Frage ist natürlich, was ist jetzt unser Lead und was ist sein Lead? Kommen wir natürlich, großes Problem, können wir aber handeln wegen Rotom. Wir haben Fireblast, wir haben T-Wave. Wir können eigentlich mit der Milch versuchen zu leaden, mit Clefairy, die Rocksling. Das klingt eigentlich recht nice. Wird er vermutlich auch versuchen, aber wir haben Spin, er muss defoggen. Dementsprechend haben wir da diese kleinen Advantage und Rocks sind natürlich richtig, richtig, richtig gut, um anzufangen. Tatsächlich ist aber das Ding, dass er Corviknight hat. Das könnte eventuell ein bisschen Problem sein. Tatsächlich Weezing, wenn ich mir den so ansehe, ist ein größeres Problem, als ich Problem-Teambuilding erwartet habe. Hm. Ist ein bisschen die Frage, was ich dagegen jetzt mache. Ich könnte auch mit Mr. Mime leaden, wenn ich sowas wie Weezing erwarte. Generell Mr. Mime, es ging, also, ging recht viel eigentlich gut gematcht. Ja, ich will ihn einfach mit Mr. Mime. Ich glaube, ich kann nämlich in sowas wie Serena wechseln, wenn er sowas wie Heliolisk leadet oder so. Das ist eigentlich recht fein. Ja, sowas wie Seismitor bin ich ganz nice dagegen, sowas wie. Ja, genau. Bin ich doch eigentlich recht gut, glaube ich, hiergegen aufgestellt, würde ich mal behaupten. Weil ich eben den Freeze-Dry besitze. Und den drücken einfach mal. Wieso nicht? Einfach mal Turn 1 Freeze-Dryen. Kann da nicht viel passieren. Ice Resist ist ja mit Freeze-Dry dann auch nicht da. Ja, wir drücken einfach mal Freeze-Dry und gucken einfach mal. Wieso auch nicht? Ich glaube nicht, dass er drin bleibt. Das wäre ein bisschen weird, aber wie gesagt, Freeze-Dry kann man mal machen. Hat ja auch die 10% Free-Chance. Nicht, dass das triggern wird, aber hey. Lead-Matchup schon mal. Acquired. Okay, Mr. Mime Galar, say what. Er wechselt raus in Pangora. Damage auf dem ist doch nice. 17%. Das sieht mir nach einem Bulky in Pangora aus. Sagen wir das mal so. Wenn der Max HP hat, der muss Assault Vest sein. Wow. Der ist wirklich komplett Max Spidef. Ja, das ist wirklich Max Spidef Assault Vest Pangora. Das ist sogar careful. Wow, krass. Das ist ja sehr, what? Das ist ja super spätzle, crazy. Okay, das ist good to know, weil jetzt wissen wir das Set von dem so ungefähr. Das macht ihn immer noch scary, aber wir wissen immerhin sein Set. Positiv und negativ, ne? Das heißt aber nicht komplettes Attack Investment, das trotzdem ist immer noch strong, ne? Aber, you know, das macht ihn ein bisschen besser. Kann Mr. Mime eigentlich einen Fairy Move, den wir ihm jetzt ganz. Ich weiß, so funktioniert das nicht. Aber es wäre cool. Das Ding ist halt, Clefairy ist. Das Ding ist, Clefairy brauche ich nicht groß in diesem Matchup. Aber er hat probably Gangshot, ne? Und dementsprechend wollen wir da. Obwohl, hat er schon Gangshot? Gangshot ist eine Tiane. Deswegen
ist halt Clefairy probably nicht der Play, hier direkt rein zu switchen. Ja, genau, das macht so viel Damage. Das wäre nicht der Play. To be honest, Alter, dein Gore ist gerade richtig scary. Ich glaube, wir müssen sogar in Tektas wechseln. Was mir nicht ganz gefällt, weil wir nehmen eine Menge Schaden, aber der ist wirklich zu scary sonst. Ich meine, wir verlieren die Insect Blade und wechseln straight in Covenant. Okay, ja, das ist okay. Das ist komplett fein. Ich wechsle einfach einen Rotom Fan. Ich, ja, ihr wollt einfach vermutlich gucken, was mit Initial Switchen ist. Aber U-Turn ist okay. Rotom Fan, ja gut, das Ding ist jetzt natürlich, er kann halt jetzt. Obwohl, er weiß nicht, ob wir gescarft sind. Ne? Dementsprechend kann er nicht in Italian oder sowas wechseln. Corviknight, sagen wir mal, der hat hier die U-Turn. Gucken, ob der Attack Investment. Ich glaube nicht. Ne, hat er nicht. Genau, Heliolisk kommt aber straight rein. Das ist probably Scarf oder sowas. Finde ich interessant, dass er straight in Heliolisk wechselt. Aber gut, wir wechseln einfach an Serena. Da haben wir jetzt keinen Grund, es nicht zu tun. Da vielleicht die U-Turn. Drückt Volt Switch, ja. Ja, das ändert halt jetzt nicht viel, ne? Wir nehmen nicht so viel Schaden. Wir scouten einfach mal ein bisschen. Wir können halt ein bisschen die Sets von ihm scouten. Was halt eigentlich recht nice. Er macht genau dasselbe. Aber ja, gut. Heliolisk, Volt Switch. Das heißt, er ist nicht gescoutet. Ja, genau, ist nicht gespeckt. Kann halt Scarf sein. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre tatsächlich das Dümmste für mich. Aber gut, das wäre good to know. Weezing Galar. Ich glaube nicht, dass er viel Speed hat. Ne? Deswegen würde ich einfach U-Turn sagen. Einfach weil ich gucken möchte, was das für ein Investment oder was für ein Set eventuell fährt. Er hat keinen Helm mit dabei. U-Turn macht 4%. Aber straight 4%. Das heißt, ja gut. Wenn Max Fistev wäre, dann würden. Ah, seht ihr, so sehe ich zum Beispiel, der ist probably Spidef. Weil ich sehe hier an dem Investment, dass er nicht Max Fistev sein kann, weil sonst hätte U-Turn nicht mal 4% gemacht. Good to know. Das heißt, Spidef ist auch das beste Set, was er hier fahren kann. Frage ist, was machen wir gegen den? Wir könnten versuchen, einfach mal die Rocks zu legen. Ich glaube, das ist probably der Play. Ich mir mal so die Milch angucke und so denke, hey, der kann Sludge Bomb drücken. Trotzdem macht das nicht so viel. Ich glaube, wir gehen einfach in Clefairy. Das sollte fein sein. Drück Sludge Wave. Okay, never mind. Der ist nicht Spidef. Der ist. Ich habe Magic. Wait. Oh, Neutralizing Gas. Oh, das ist unfortunate. Der ist offensive. Okay, ja. So viel dazu. der ist eine ganz. Wait. Eine ganz andere Art von Weezing. Moment, der ist Modest Max Special Attack und hat uns gepoisoned. Das ist. Ja, wir werden keine Rocks dieses Game bekommen. Ja, kann man nichts machen. Okay, das ist unfortunate, kann man aber leider nichts gegen unternehmen. Ja, gut. ah, das läuft schon mal super. Das Ding ist halt Flash können. Ich meine, wir können da Drace. Wir müssen Mr. Mime gehen. Mr. Mime ist hier der beste Play. Mr. Mime Galar. Weil Psyche macht halt eine Menge Schaden gegen den. Kann ihn Probably sogar killen, der kann es nicht killen. Ich würde Focus Blast wenn du sagen. Ich glaube, Ice Beam ist der safeste Play. Weil macht der Pogong am meisten Schaden. Das Ding ist halt, Kornel kann reinkommen, wir chippen ihn an. Psyche ist eine Roll, deswegen würde ich. Ich würde auch nicht Psyche wollen. Das Ding ist halt, der kann ihn auch nicht andamagen lassen. Weil sowas wie Hydreigon halt sehr scary ist. Ich könnte Focus Blasten. Es trifft auch Corvin, also dementsprechend könnte ich mir das erlauben. Pangoro möchte ich halt sehr effektiv treffen. Geht den Heliolisk auf den Focus Blast. Nein! Oh, das wäre richtig, richtig sweet gewesen, hätte der jetzt getroffen, ne? Ah. Das ist echt unfortunate. Das ist wirklich unfortunate. Ich meine, der würde jetzt halt Volt switchen, ne? Ich meine, ich kann Ice Beam, ne? Wird Volt switchen. Ah, das ist super unfortunate, dass der Focus Blast hier gemisst hat. Das wäre richtig geil gewesen, hätte man Heliolisk hier getroffen. Ich glaube, das hätte nicht gekillt straight, aber es hätte halt super viel Schaden gemacht. Ich meine, eigentlich möchte ich auch keinen Damage nehmen, aber dann geht er halt, wechselt wieder raus, kommt wieder Weezing rein. Ja, wir können das nicht erlauben. Ich meine, ich sette halt immer noch ab, dass wir halt irgendwann mit unserem Serena sweepen. Serena. Oder um Fan sweepen, das können wir immer noch machen. Das wäre aber auch viel leichter gewesen, hätten wir Heliolisk getroffen, weil dann hätten wir nicht so viele Boosts gegen ihn brauchen können. Dann hätten wir wirklich mit unserem Rotom Fan, glaube ich, nur noch einen Nest-Spot kriegen können. Der wäre Heliolisk schon down. Das heißt, eventuell meldet der Focus Blast richtig, richtig viel. Das müssen wir auch mal sehen. Also, der könnte auf jeden Fall sehr, sehr hart gemeldet haben. Aber schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Kriegen jetzt den Ice Beam raus. Ich weiß auch nicht, warum er nicht straight in Corviknight gewechselt ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber Ice Beam kommt raus auf dem Corviknight. Prinzipiell ist sowas wie Gigalith super scary. Ach, sowas wie Gigalith super scary, aber bis zu meinem Gala auch. Die Frage ist, ich überlege halt, ob ich einfach Ice Beam soll.
der ist dann so low und died dann durch alles. Na, außer durch Serena halt, ne, aber. Ich meine, ich kann Rotom Fan gehen, ich kann den Nasty. Das Problem ist dann. Er kann halt ein Helioless gehen. Der ist nicht low. Wäre er low, könnte er nicht ein Helioless gehen und dann könnte ich super viel Pressure mit Rotom aufbauen. Aber jetzt kann er da reingehen, was richtig, richtig nervig ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich muss aber Rotom Fan wechseln. Da habe ich leider keine Wahl mit der Drusen, genau. Ich muss halt T-Boy, dann kann es mit trocken. Sonst hätte ich jetzt richtig Pressure aufbauen können. Hätte Nest plotten können, weil jetzt kann er halt da rein, Tori, und Helioless gehen. Deswegen muss ich T-Boy. Ja, okay, geht das mit trocken. Ja, das stört mich ein bisschen. Ich sub jetzt, weil er wird Toxicen und dann kann ich Nasty plotten. Ich meine, ich kann immer ein bisschen Setup betreiben, ne? Das können wir immer noch weiter so machen. Ice Punch kommt, das ist fair. Ich würde mal erstlich sagen, macht auch eine Menge Schaden, weil Probably kommt jetzt Ice Punch. Okay, Flinch, das ist doch nochmal nicer. Nur mal erstlich, weil ich glaube, er wird jetzt denken, dass ich sage, okay, erstlich kommt aber rauf, Helioless, wie gesagt, für Damage jetzt, das ist super, super nice. Okay, Chip Damage auf Seismitop plus Helioless, das nehme ich auf jeden Fall, das ist schon mal ziemlich nice. Und Rotom Fan kann das machen. Wie ist Helioless, wäre jetzt quasi down, deswegen Rotom Fan wäre richtig, diese eine Focus, was, das ist richtig nervig. Na, kann man nichts machen. Aber wir haben schon ein bisschen Chip Damage Rotom Fan gemacht, das ist doch echt nice. Rein theoretisch könnten wir noch eine Nasty Plot uns holen, wenn wir richtig cheeky sein wollen und die Citrus Berry aktivieren. Die Selber aktivieren, der kann aber auch Scar sein, ne? Dementsprechend ist das Probably nicht der Play. Wenn wir ihn killen, würde ich jetzt hier, obwohl, plus 2 killt der T-Bolt, ne? Das Ding ist aber, Size mit okay, nicht. Wir müssten Nasty plotten. Ich meine, wir können das versuchen, ne? Das ist alles kein Ding, obwohl Volt Switch bringt uns in Select Range, probably. Wir könnten darauf gehen, ne? Ob es richtige Plays ist, nochmal was anderes eingestellt. Da kommt es ja wirklich daran, ob es gab, was ich sehr erwarte tatsächlich. Und dann hilft uns das leider nichts, weil wir dann einfach Rotom Fan verlieren. Wie gesagt, Helioless wäre down, wenn wir gefocust was hätten. Die Frage ist halt, was machen wir sonst? Machen wir das jetzt einfach. T-Bolt kommt. Hoffen wir einfach, dass er nicht gab ist. Hoffen wir das einfach. Sonst können wir ja gerade. Hoffen wir einfach. Ich meine, was mehr als hoffen können wir ja gerade nicht. Ich meine, maybe ist er nicht Scarf, maybe ist er irgendwas anderes. Er ist nicht Scarf! Oh, das ist sweet, das ist richtig sweet. Jetzt bin ich mal gespannt. Und überlegt. Das ist gut, sonst würde er in sein Primon gehen. Vielleicht hat er kein Primon. Ey, das ist vielleicht, maybe Rotom Fan, maybe. Das wär doch gut. Und er überlegt, wie gesagt, dass er überlegt, das ist ein sehr gutes Zeichen gehabt. Das heißt, er hat nichts Schnelles oder eine Prio, glaube ich. Das ist richtig gut gerade. Geht ein Seismitron. Nice! Ich glaube, Rotom Fan gewinnt das jetzt. Geht ein Pangora. Wow. Ich glaube, ich wirklich. Ja, wir müssen erst flashen. Aber. Gucken wir mal, ob T-Bolt killt auf plus 4 gegen Saltfest, Max, Bedev, Pangora. Nächstes, wir müssen erst flashen. Der hittet. Oh mein Gott, Roter Maul gewinnt. Ey, Roter Fang. Ich hab gesagt, ich hab das doch gecallt. Ich hab's gecallt, dass dieses Roter Maul. Nein, lol, nice, Dodge. Für den Focus Blast. Alter, ich hab's doch gecallt, Rotom Fan, das Hidden Set, das Mikkel bietet, das Hidden Set, was sind die SOS-Draft hier? Klar, natürlich, klar, muss man sagen, Flinch, unfortunate, ne? Ist ganz, ganz klar. Wie gesagt, der Miss war aber genauso unfortunate, dementsprechend. Nehme ich das und wir gewinnen 5:0 und haben damit die SOS-Draft-Liga gewonnen. Crazy. Ich bin so froh, dass dieses Rotom Fan, gewonnen hat und das gemacht hat. To be honest, Mikkel ist probably mad. Kann ich auch verstehen. Ja. Was soll ich sagen? Hätte mal Scarf Helioless gebracht. Ich meine, das ist halt, wie gesagt, dieses eine Ding. Ich hätte halt hier auf dem Switch in Nasty plotten können, hätte ich den Focus Blast getroffen, wäre dann genau auf derselben Lage auf plus 4 gewesen. Sagen wir mal so, wirklich Focus Blast getroffen, dann wüsste ich halt, er kann nicht in Helioless gehen. Hätte ich straight auf dem Switch in Nasty plotten können als T-Boten, was ich halt hier auf dem Switch gemacht habe. Oder was habe ich gemacht? Genau. Hier habe ich halt geteaboltet, weil ich halt wusste, er kann in Helioless gehen, was probably sein Play sogar gewesen wäre, ab dem Punkt. Hätte ich halt hier genasty plottet, wäre immer noch plus 4 gewesen. Dementsprechend, hätte ich den F-Blast getroffen, wären wir in demselben Szenario gewesen. Deswegen bin ich, sehe ich nichts Schlimmes, dass, wie gesagt, ich finde, die Hex haben sich halt in dem Szenario, was hier geworden ist, halt komplett ausgeevent. Und dementsprechend glaube ich, dass das für den gewonnen ist, ein Rotom-Fan. Das war einfach eine, glaube ich, verdammt gute Counter.
Prep und dementsprechend hat Rotom Fan gewonnen. Ich bin richtig, richtig happy, dass Rotom Fan jetzt hier wirklich gesweept hat und wir die SOS Draft gewonnen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage mal bis dann und ciao.